Daniel, du wolltest mich anrufen. Ich werde dich anrufen, sofern er steht und betriebsbereit ist. Ich bin gerade dabei, deine Nummer rauszusuchen. Echt? Ja, aber ich glaube, ich habe die gar nicht. Es tut mir leid, aber extra für dich, ganz frisch angeschlossen. Tada, ich werde dich gleich mal testen. Schon Moment da? Ja, ich denke mal, das Gros an Material für die Bühnen ist schon fast da. Aber heute ist ja erst Samstag, da kann noch einiges kommen. Da wird bestimmt auch noch einiges kommen. Gestern wurde bereits mit dem Bau des Bullhead City Zeltes begonnen. Und wie man ganz deutlich erkennt, die Fähnchen wehen schon im Wind. Die Masten stehen, da wird nachher das Dach hochgefahren. Reinigungsarbeiten. Ja. Service und Wartung. Der kann Steine saugen und Wasser gleichzeitig? Ja. Wahnsinn. Und dann rotzt du das einfach wieder raus? Ja. Und dann können sie die Steine wieder verbauen. Ja. Hier wird nichts verschwendet. Recycling. Wen willst du grüßen? Ja, das komplette Team Bockwurst. Macht euch ein schönes Wochenende. Ja, sehr schön. Ja, wir sehen uns in einer Woche hier. Vielen Dank fürs Schnorcheln. Bitte. Ein schönes Wochenende. Auch so, Harry. Erik! Guten Morgen! Die Side-Crew ist unterwegs hier im Outback. Wo sind wir eigentlich? Auf Ypsilon. Das ist der Happy Camper Park. Genau. Und was macht ihr hier? Zäune stellen. Alles schön absperren. Der Zaun kommt. Erik, wie viele Kilometer Zaun haben wir denn dieses Jahr? Ich bin mir nicht ganz sicher. Letztes Jahr waren es glaube ich 46. Dieses Jahr sind es ein paar mehr. Ich tippe mal so 50 Kilometer. Da schaue ich zu. Mach das. Tschüss. Tschüss. Das ist unser Happy Camper Park hier. Die Zelte stehen schon. Und es wird aber fleißig weitergebaut am Samstag. Und obwohl das Wetter hier nicht so toll mitspielt heute, es regnet, kommen die Jungs ganz gut voran. Der Plan war heute ein bisschen im Outback zu filmen, aber Petrus macht mir da mit einem kräftigen Regenschauer macht er mir einen fetten Strich durch die Rechnung. Ach ja, ich habe mir gedacht, ich nutze die Zeit, wenn es regnet, dass ich eine kleine Kreuzfahrt mache hier im Hin und Her auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Man könnte auch mit dem Boot anreisen. Grauer Himmel über Schleswig-Holstein. Die Rettungskooperation in Schleswig-Holstein. Die Jungs, die uns auf meinem Backenhof her tatsächlich unterstützen. Ohne die klappt das nicht. Was machst du denn hier? Ja, wir hatten hier einen kleinen Einsatz gehabt und den haben wir jetzt abgearbeitet. Und jetzt fahren wir ganz gemütlich nach Zoo ins Krankenhaus. Aber nichts Ernstes. Nein, nichts Ernstes. Ihr seid ja fix, ne? Wir sind relativ zügig und schnell und dabei wollen wir uns gut auskennen hier in der Gegend. Das habe ich schon gemerkt eben. Also ich habe auch mich schon gefragt, warum die Pferde so lange gewartet haben eben. Ja. Obwohl sie ja leer war und eigentlich hätten sie ja losfahren können. Aber ihr habt hier eine gute Kommunikation. Ja, die Fähre wird ja vorbestellt von uns über die Leitstelle. Und das geht dann zur Leitstelle der Fähre nach Brunsbüttel, zu einer Regionalleitstelle. Dort wird dann gesagt, dass auch die Fähre Hohenhörn möchte bitte mal auf der Südseite warten. Da kommt ein Krankenwagen, eine Sonderrichter. Und der muss dann eben halt die Fähre warten, uns aufnehmen und dann rüberbringen. Dann haben wir Vorzugsfahrt auch auf der Fähre. Aha. Bist du auch auf dem Open Air gegangen? Wir sehen uns wieder auf dem Open Air natürlich. Und dann sind wir wieder Feuerwehr und dann machen wir wieder Pressebetreuung. Und dann läuft das Ganze wieder. Cool. Ja, ne? Finde ich auch. Oh, dann alles Gute, ne? Dir auch. Eine Woche dann. Ruhiges Wochenende. Ja, danke. Tschüss. Das war die erste Kreuzfahrt, die ich eigentlich gemacht habe. Eine Mini-Kreuzfahrt, die kostenlos ist, ne? Ja. Schönes Wochenende. Ja, ebenso. Viel Spaß. Tschüss. Ich kann mich noch an das Blau von letzte Woche erinnern. Was war das für ein Blau? Heißgetränk, das ist der Plan. Krawallo! Hast du dein T-Shirt wieder gekriegt von Semmel? Semmel hat auch so ein Multifunktions-Shirt. Das ist Krawallo sein. Ihr tauscht untereinander die T-Shirts. Ja, so sind wir Nuttler eben, ne? Die werden nicht gewaschen, die werden einfach nur gewechselt von einem zum anderen. Krawallo, kriegst morgen wieder. Ja, habe ich wieder gekriegt. Alles perfekt. Mit Service heute.